Hallo, liebe Leute, willkommen zurück bei Dishonored 2. Gerade sind wir uns dann durchgeschlichen. Beim letzten Mal haben wir das Blutfliegenhaus endgültig gesäubert. Oh, ganz großer Seast. Und haben uns ein bisschen schon mal auf den Platz umgeguckt. Und als nächstes, also heute, wollen wir in den Außenposten des Aussehers rein. Ja. Vorher noch ganz kurz mal diese kleine Wohnung hier anschauen. Frage. Was? Was wollen wir da eigentlich? Im Haus des Aufsehers? Mhm. Wir sollen eine Leiche besorgen. Ach, das war das. Na, guck mal, was hier ist. Ja. Sehr gut. Oh! Ah! 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 Wo fliegt hier noch einer? Geil. Oh, ja. Klar. Hm. Guck mal. Das ist ja lecker. Robust. Das hört sich gut. Das klingt gut. Alex, was? Elixiere regenerieren etwas mehr Gesundheit. Gut. Nehmen wir gerne. Ich kann ihn nicht töten. Fies. Ja. Leere Flaschen, leere Flaschen. No. Dann hat sie es verdient. Zu leben. Ja. Ein neues Volk aufzubauen. Klirr. So. Und dann noch weiter nach oben. Ach, jetzt geht's ja nicht rein. Seid frei, Pflanzen! Seid frei! Aber wir sind schon lange tot. Guck, diese traurige Gießkanne. Oh, arme Pflanzlein. Als ob Sachen draufklettern. Ich muss mich bewegen. Oh. Haben wir schon auf dem Dach? Ich glaube, das reicht unser Dienst nicht. Nee, reicht nicht. Ah, gut. Dann auf zur Leiche! Na. Das Ding ist, wir müssen Leiche da auch rauskriegen. Mhm. Das ist ja auch nur optional, dass es uns hilft, aber es ist halt eine Nebenquest. Yeah. Nebenquesten gerne. Ja. Guck mal, durch die obersten Gäste kann man doch auch schon reisen. Mhm. So, erstmal. Räuchern. So, die Rune 26, 19 Meter. Das sind also halt auch viele Runen. Ja. Oh, direkt da unter uns. Ah. In der Gasse da. Du kannst ja hier aufs Geländer hüpfen, ne? Ja. Direkt am Eingang. Ah. How did this come to pass, brothers and sisters? Look to the seven strictures, and you will know. I say this now to all the faithful in our society. Your allegiance should be first and most fiercely to your family, to your neighbors, and to the Abbey of the Everyman. Abbey of the Everyman. Princes and queens rise and fall, but a succession of overseers will watch you for the entirety of your lifetime, shielding you from the outer horrors of the void and from the spoiled touch of the outsider himself. Hold closest to the seven strictures! It is true that I wish now sits on the throne in Dunwall, and that the Duke of Cirkinus is in her thrall, as is whispered in parlors and alehouses across the Empire. Do not doubt. We will verify this claim, and we will act. Gut, verbünden wir uns mit ihm. Ja, hört sich gut an. Of Dunwall Tower. And at the end of it all, so was kommt ja wohl auch im Spiel noch, dass man dann verschiedene Clans und so kennenlernt, sich dann überlegen kann, ob man die gegeneinander ausspielt oder ob man die verbündet miteinander und so weiter. Okay. Avoid the stranger, for their time to sink roots into the bedrock of the community has passed. Those who wander are untethered by family and neighbors for reasons tested and true. It is oft because they have turned their backs on tradition and on the seven strictures themselves. A wanderer is a friend to the outsider. Never doubt that. The Abbey will not allow the shadows of the void to fall upon you. We will brandish the light or the flame as we must,
to keep our charges from everlasting pain and suffering, to prevent one among us from wandering through that endless time without end. Warte, Klaus, ich bin gleich fertig. The reward of a life well lived. In keeping with the seven strictures. Bitte? Belohnung ist das Ende der Existenz. Sehr gut, ja. Non-being. Hä? Only those who turn from the seven strictures risk an endless existence. Ach, so ist das. In the void, the dark sky without stars, the cold, lifeless. Ich kann es jetzt, wenn der wieder weggeht, hinter ihnen blinken. And threatens to devour the earth and sky. Können wir zumindest probieren. Ich weiß nicht, ob der ist. Das weiß man nicht. Muss man probieren. Ich glaube nicht, wenn du weit genug nach hinten blinkst. Blockieren wir einfach mal das da oben erstmal. So, beruhig dich jetzt. Nee, ich beruhig mich nicht. Ich will ganz kurz mal aktivieren. Das ist jetzt ein guter Wort. Ja, den Abbey of the Everyman hatten wir schon. Ja, wiederholt es, okay. Das geht ja nicht mehr weg. Das geht ja nicht mehr weg, der Typ. Der weiß, was wir vorhaben. Ja, oder blinkst jetzt hier rechts auf das Ding drauf und dann hüpfst du hinter ihm. Darauf. Ja, oder auf den Vorsprung da. Ah, jetzt guck mal, jetzt geht er. Achso, weil du... Verdammt! Ernsthaft jetzt? Ich glaube, da fällst du runter. Jetzt, da! Sometimes I wonder if we're going to be able to craft as we will act here in the smoke will billow. Fire will emerge from the location of the tower. And at the end of it all, the abbey will stand in the ashes. It's a poop. Material scattered across the aisles. The metals used to make the ashes. Oh, shit, ach, da ist ein Auto-Fan! Meine Backen! Ich hab nichts gesehen! Nothing is going on. Everything is fine. Listen to Klaus. Nee, Dieter, habe ich ihn genannt. Listen to Dieter. Klaus hat, den ich unmächtig gemacht habe jetzt. Ich habe euch lang kennen sehen, die mir auf der anderen Seite. Okay, also wir haben schon wieder ruhig anscheinend, oder? Jetzt wäre es gut, wenn wir den Schattengang schon hätten. So, let's see. I don't like this. Let's have a look around. Ich glaube, links von uns ist jetzt einer am Fenster. Ach so, ist gar nicht offen. Hello? Someone there? Nö. Hello? Nö. Anybody? Anyone here? Nee. Show yourself. Search the whole place. I don't have time for that. If that was a rat, it was a... Doch, doch, das war eine Ratte. Ja, ja. I wonder who that was. I wonder what I'm dealing with. Was ist die Liste, oder? Was ist die Liste, oder? Eine große Tasche dabei. Mopsi. Das ist nicht als die Liste, die uns verpetzt hat. Naja. Das Rätsel hat sich wieder zu uns gedreht. Also wenn wir da vorne wieder auftauchen, wird es uns wiedersehen. Und da läuft einer mal rein und raus. Ich kann jetzt hier nicht unter mich, guck das nicht. Ach, jetzt. Also die Sachen. Na, okay, doch. Doch. Kein Problem. Oh, da. Ich meine, probierst du, hast ja umgequicksaved. So. Warte, mein Plan ist jetzt wie folgt. Ich werde jetzt deine Nachkommen hinlegen. Ich glaube, du legst, musst du am Boden stehen, um sie zu legen. Kannst du nicht werfen? Nee. Mine, keine Granate. Ach, man kann die ja hinschmeißen. I'm about half sure there was something going on. Whatever then. Next time. Oh. Hätte ich nicht gedacht. Ich jetzt auch nicht. Hin. So, wie sieht's dir an? Wie sieht denn das da aus? Sind die alle weg? Naja, mich halt gesucht. Der ist auch da zu reden. What was it?
Da steht noch eine Zivilistin. Das ist die Farbe, die sich dann stellt, wenn wir die andere beklauen. Ja. Gerade. Hark, there she blows. Hark, under she goes. Look sharp, pull up alongside. Look sharp, we're in for a ride. Kann ich dich einfach reinschubsen oder sowas? Nee. Aber wenn die dich jetzt sieht, erkennt sie dich wieder. Ja, deswegen. Sie würde ich hier gerne loswerden. Da kannst du aber nicht, das ist eine Zivilistin. Kannst du zertrennen, wenn du willst. Somewhere over the rainbow. Ja, ja, wissen wir, danke. Da ist einer. Ein Zivilist, glaube ich. Ja. Sondern nur, glaube ich, keine Leiche. Oh, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Habe ich nicht gesehen. Diese Maske scheint sie sehr blind. Die Macht des Schattens. Ja. Aber diese Maske scheint sie sehr blind zu machen. Okay. Kommst du jetzt wieder zurück oder. Du marschierst da weiter, okay. Ich denke aber, dass dein Zeitfenster nicht allzu groß ist. Der Zivilist sitzt aber auch gerade nicht da. Also wenn dann jetzt. Oh, da steht auch da einer. Da geht's nicht rum. Ich glaube, wenn ich von hier aus rumgehe, dann. Ja doch, da geht's doch rum. Ja, aber nur ganz außen, also hier so rum. Da werde ich doch voll gesehen. Ah. Von der anderen Seite wieder. Stimmt. Oh, sogar nur runter. Siehst du? Kommt der Pfeil, kommt zurück? Er kommt, glaube ich, zurück. Praktisch das Ding. Er ist rechts von dir, oder? Ja. Hört sich gerade für mich nach links an. Ah, ich glaube, er ist jetzt hier rechts wieder rein. Das ist jetzt zumindest doch wieder da. Also okay, man wird im Schatten deutlich schlechter gesehen. Sehr, sehr deutlich. Okay, scheint mir das mal zu sein. Ja, durch den Haupteingang einfach rein, ne? Wenn ich den jetzt mit einem Betäubungsfall betäube, würde das auffallen? Dann musst du ihn da wegtragen. Also mal probieren, wir müssen das Spiel auch ein Stück weit ausloten. Was ist das eigentlich? Lässt ein Gegner fliehen, nimmt ihn in die Erinnerung. Ja. Das ist ja auch interessant. Na gut, probieren wir es mal. Ja. Okay, ja. Aber ein Zivilist. Someone protect me! By the fixture! I'll stand against the faithless any day! I smell. I'll kill you for that! Setz no use running! On my command! Come on, man! Ernsthaft? Die Wand war schräg! Eine souveräne Flucht. Alles klar. Wie sie aber an der schrägen Wand abgerollt hat. Kopf plus Wand gleich schlecht. Okay, also wenn er einfach bewusstlos umkippt, dann. Schreien alle auf. Das überrascht. Merkwürdig. Und guck mal, so mächtig ist die Nachtsicht gar nicht, weil sie nicht so weit reicht. Ja. Das heißt, man sieht zwar, was in seiner unmittelbaren Umgebung so abgeht. Ja, okay, dann würde ich erstmal oben reingehen. Und den dann irgendwie versuchen, als allerletztes da wegzukriegen.
War jetzt der Typ hier schon um die Ecke, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Kann ich auch irgendwie leer machen, sodass man ihn anlockt? Ja, klar, wenn du irgendwas wirfst oder so. Oder du probierst mal diesen stechenden Bolzen aus. Was dann passiert, wie die dann reagieren. Why not? Bright fire with our virtuous actions, so the others will not lose their way. Wo ist der jetzt hin? Irgendwo da lang. Aber es scheint keine Aufmerksamkeit zu erregen, wenn der Schein durch die Gegend läuft. Okay. Ich kann hier irgendwo der Typ noch. Das nimmst du. Oh! Ohne Ruhrmarknochen und Geist des Leviathans. Sehr gut. Wo ist denn der Typ jetzt? Ah, auf jeden Fall war das schon mal erfolgreich. Hat funktioniert. So, was haben wir hier? Manchmal brauchen wir natürlich Kräfte kein Mana. Kriegen schon das Kugelstab plus 1 Kugel mehr enthalten. Das ist relativ egal, ist uns. Geil, du ringierst unter Wasser Mana. Oh! Das ist nice. Oh, wir haben schon lange nicht mal gelesen hier. Stimmt. Hier ist nichts Neues, also am Rand der Welt hier. Achso. Untersuchung des Adamyr-Institut. Diese Kapitänin Megan Foster, sie hat mir geholfen, den Staatsstreich zu entkommen, aber sie schaut mich verächtlich an, als wenn sie glaubt, dass ich... Das kennen wir doch schon. Das kennen wir schon? Ja. Megan sagt, er wurde zuerst genutzt, vom Kronmeuchler zum Adamyr-Institut geschleppt wurde. Das ergibt für mich keinen Sinn, außer der Meuchler ist dort Patient. Stimmt, das kennen wir schon. Kann das Bergleuten heilen, wenn sie ja, das weiß. Genau. Das kennen wir schon. Er speichert gerade, gut. Okay, wenn der Speicher mal ins Menü geht, dann hängt er sich auf. Diese Bolzen sind ziemlich cool. Diese Bolzen sind echt stark. Ich denke aber schon, das war jetzt auch einfach Glück. Ich glaube, wenn der Schrein dann seinen Kumpan vorbeiläuft, wenn ich schon denke, hä? Was ist denn da los? Ah, da kommt er wieder. Nicht, Bist du goofy? Fällt dir jetzt nicht auf, dass die ganzen Sachen weg sind? Nee. Ja gut, aber es ist wirklich, also wenn sie sowas einbauen würden in den Spielen, dann wird es halt auch wirklich zu krass werden. Okay, jetzt oben lang, wa? Ja. Und noch eine Etage höher. Noch eine, ja. Kann ich jetzt da irgendwie? Nee. Ja, dann nur mal drauf. Nein. Ja, man kratzt die Mana raus. Einer, ich glaube, mit dem Gesicht zu dir. Am I being presumptuous, hoping to cross paths with that monstrous assassin? Devouring everything, wherever they go. A glittering thing. That's all it was. Nichts passiert. A bauble. A trinket. Yet it caught my eye. Why tempted by such gilded nothings? Du bietest hier irgendwie? Das sieht ziemlich cool aus. Ups. 7 Gebote. Oh. Das ist schön. Erfahren wir gleich mal, was die 7 Gebote bei uns sind. Das allerdings könnte ein Gemälde sein, was man einsammeln kann. Das da. Oh ja. Ich glaube, ich bin lieber in den Raum hier rein. Ja. Latsch. Latsch. Schön. Vielen Dank. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Da sind Sohle noch zu nix. Ausdruck aus einer Schriftreihe von Ausseher-Anrufungen, verfasst von Oberausseher Abram Templeton. Und ich sage euch, Brüder, hier stehen wir als gerechte Kraft gegen die wachsende Finsternis. Hier verbünden wir uns gegen die Geister des Unbekannten, die uns schreiend in die Nacht hinauszehren wollen, damit wir nie mehr zu unserer Heimat und unseren Familien zurückkehren können. Zusammen werden wir ein Hirtenstab für die sein, die sich von der Herde entfernen, hin zu nebligen grauen Ödnis des Outsiders.
Wir werden mit unseren tugendhaften Handlungen ein helles Feuer entfachen, sodass andere sich nicht verirren und die, die sich dafür entscheiden, in die Ferne zu ziehen, weit über die Mauern unserer Heimat hinaus, werden wir rasch niederschlagen, noch bevor sie die Herzen ihrer Nachbarn mit Zweifeln und Merkwürdigkeiten füllen können. Ja. Und mit dieser Brandrede... Jetzt gibt es noch diesen Gut. Achso. Some take comfort from the strictures. Gut. Oh, okay. Ich dachte... Ich würde die gerne lesen, die sieben Gebote. Was darf man denn alles nicht? Oder sind das die ganz normalen komischen christlichen? Na, 10. Müssen ja welche rausgelassen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Ich würde die gerne lesen. Naja. Dann also doch mit dieser Brandrede beendet The Ramen die Folge. Und ja, dann sind wir beim nächsten Mal im Haus des Aufsehers, versuchen eine Leiche da rauszuschmuggeln. Dann müssen wir sie ja nur durch die ganze Stadt bekommen, ohne dass es jemand bemerkt. Ja, ich weiß nicht, ob man mit der Leiche sich teleportieren kann, aber ansonsten müssten wir eigentlich nur über das Dach, dann könnten wir da wieder... Nimm doch mal eine und probier das noch. Ach, oh, stimmt. Ich habe gespeichert. Guck mal her. So. Ja, sehr gut. Ja, also ist das kein Problem. Okay. Ja, dann werden wir versuchen, beim nächsten Mal hier eine Leiche zu bergen. Das könnte wehgetan haben. Ja. Und die dann zu der guten Mindy? Mindy? Madden? Irgendwie so zu bringen. Damit die uns hilft, nach Eddermeier zu kommen. Und beim nächsten Mal wird anscheinend wieder gesungen. Gut. Das alles und noch viel mehr könnt ihr sehen bei der nächsten Folge von Dishonored 2. Mir ist kein Reim eingefallen. Bis dahin, euer Gautun. Und euer Ramen. Ciao.